Hi Leute, willkommen zurück im Funhouse hier in Reveal. Ist ja wunderschön. Ja, es geht weiter. Ich hoffe ja. Also der erste Part war noch so ein bisschen orientierungsmäßig und jetzt. Oh, das Spiegellabyrinth. Jetzt wird es hoffentlich so ein bisschen gruseliger. Oh, Spiegellabyrinth ohne Spiegel. Beziehungsweise ist das wahrscheinlich alles nur Glas. Die muss man aber auch putzen, sonst sieht man ja, wo es durchgeht. Ist halt immer geil, wenn du so im Spiegellabyrinth bist. Ich hatte das einmal auf einer Kirmes, wo ich war. Und die waren alle so voll getoucht. Überall hast du Handabdrücke oder Gesichtsabdrücke gesehen. Naja. Es war so ein bisschen leicht, durchzukommen. Aber hier ist schon ein bisschen fieser, merke ich gerade. Atmet er da so schwer? Okay, ich gucke immer... Tori, please stop running away. Ich gucke immer auf den Boden, wollte ich sagen, dann sehe ich das besser. Ja, wo ist sie jetzt hin? Da geht's nicht mehr weiter. Oder... Nee, da ist Ende. Verdammt. Vielleicht ist da unten jetzt ein Weg aufgegangen? Okay, es hat sich geändert. Es ist alles zu jetzt. Wow, es ist alles zu, es ist nur noch ein Kreisgang jetzt. Boah, wie mies. Oh, jetzt müsste alles mit Blut volllaufen, das wäre dann das Highlight gerade für mich. Ja, ich find's immer noch nicht erschreckend. Kianu? Also das Funhaus gefällt mir bisher sehr gut. Alter. Bewegen die sich? Natürlich, guck mir die Augen hinterher. Wäre auch langweilig, wenn nicht. Bah. Ist ein bisschen gefährlich hier. In die Mitte hier. So, jetzt. Spielt das die ganze Zeit im Funhouse? Ich fände es eigentlich ziemlich cool sogar, muss ich sagen. Also, es gefällt mir besser als draußen. Können wir zu dem Lake heute? Bitte? Ich habe bereits all meine Homework gemacht. Ich schwöre. Die arme Dory. Wir hätten das Spiel auch Findet Dory oder Finding Dory nennen können. Im Prinzip. Mo. Krass. Daddy, Daddy, did you see how high up I was? I was flying like a superhero. Das. Jetzt gehen wir gerade wieder zurück. I'm sorry, Dad. I need to go practice with Mom. I will see you tonight.
armes Kind. No, 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 oh, 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 no, no! Death! Was zum Geier? The great Sohan sees you did not find what you seek. You will never find it, for this is not your future. But if it is not your future you seek, maybe the path before you can lead you to your past. Will you follow, even if it means certain doom for you? Ich wette mit euch, die sind schon längst tot, seine Familie. Go and seek the truth. Oh, I must be dreaming. I don't understand any of this. Er hat sie doch bestimmt umgebracht, oder die sind bei der Aufführung. Irgendwas ist da passiert. Please, let me wake up. Und stattdessen wird es nur schlimmer. Telefon? Sehr abgefahren. Tatsache, ist ein Telefonzelle. Oh, what a nightmare. Oh, I need to get something for these headaches. Oh, what a fucked up dream. Where are my meds? I usually keep them here next to the bed. Alter. Oh, I better find them quickly before this headache gets even worse. Ich dachte, er hat aufgehört zu rauchen. Ja, Medikamente, Alkohol, Kippen. Guter Mix, mein Freund, guter Mix. Oh, wasn't I searching for Dory? No, 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 I was just dreaming. A bunch of empty pill packets, but these aren't mine. Aha. Sertralin, das habe ich auch mal genommen, das ist ein Antidepressivum. Ich hatte sogar die Höchstdosis. Ja, mittlerweile brauche ich den Scheiß nicht mehr. Alter. Why is it over here? Ich sag ja, der hat irgendwie Probleme, der Kerl. Depressionen. Oder seine Frau? Ich weiß es gar nicht. Why do I feel like the key is in here? Where is this figure again? Let's see if the key's in here. There it is. Moving boxes, but why are we packing? Alter, das ist immer ganz schön viel, ne? Ah, I knew it. Okay. Oh, what time is it? Oh, I should check on Martha and Dory. Auf zum nächsten Albtraum, würde ich mal sagen, ha? Huh? Leg doch mal dieses scheiß Telefon auf. Die Lampe wackelt nicht mehr. Hier oben eine Rohrleitung langläuft. Das ist übrigens richtig gefährlich. Kerzen unbedacht rumstehen lassen. It feels off when Martha's music's not playing here. Martha and Dory. But where am I? Oh, sie ist voll süß. Ja, genau. Es ist auf jeden Fall nicht real. So viel kann man sagen. Es ist definitiv eine Traumsequenz. Ich hoffe halt wirklich auch nicht, dass es wieder so dieses Hey, ich bin der böse Vater, ich habe alles verschuldet. Ja, die Weinflaschen, der Alkohol. Ich glaube, sie haben ihn nicht... Sie sind nicht tot, sie haben ihn verlassen, wahrscheinlich.
weil sie es vielleicht nicht mehr ausgehalten haben, seine Alkoholtrinkerei, oder dass der Zirkus nicht lief, oder dass die Kleine sich... Probably sleeping, but I should still check on her. Martha's probably upstairs painting. Ich wette, irgendwas war es, weil die Kleine es nicht mehr geschafft hat bei der Schule und er sie immer mehr gezwungen hat. Alter, Alter. What is going on? Is this in Martha's room? What happened to our bathroom? This can't be real. Ugh, everything here looks filthy. Ugh, God, disgusting. Huh, even this picture does not belong here. Ew. Oh, that's a lot of empty bottles. Martha and I usually only drink on special occasions. Ugh, I think I see my pills floating in there. Well, I guess it can't hurt to still take them. Acetaminophen. Was ist das? Gone. But that was Dory. Eine ziemlich kranke Version von ihr. Was ist denn hier los? Sag mal, ich raff grad gar nichts mehr. Oh, the stairs are all wrong. Martha, are you in here? Hätte vielleicht erst mal zum Kind sehen sollen. One of her tarot cards. The Fool. Did she leave it here for me to find? Boah. Ich find's halt schön, das sieht aus, als würde hier wirklich jemand leben, aber es ist nicht sehr... Ja gut, es ist auch nicht unordentlich. Aber es ist halt ein seltsamer Mix. Irgendwie aus allem. Der Winkelkatze! Der Glückskatze. Da gibt's ja ein paar Sachen zum Untersuchen. Well, Dory's not allowed to be in here alone because of all the chemicals that come with Martha's hobby. Ach, ich hätte mir echt gewünscht, ich wäre jetzt runtergegangen zum Zimmer von der Kleinen, da war bestimmt auch noch was. Egal, naja. Doppelte Augenbinde, zu gefährlich für sie. Jonglieren, nein, zu klischeehaft. Salto rückwärts, unsicher, ob wir das hinkriegen, aber können wir trainieren. Dory auf meine Schulter nehmen, könnte gehen. Mehr Lichter? Walter kann vielleicht Glitzerkanonen bauen, könnte das Ende visuell aufwerten. I think we have a fortune's worth of colors in this house. Martha, oh. Schön, hat sie das gemalt. Das ist ein kleiner Schrein. Ich meine, sie sah ja aus, als wäre sie asiatischer Herkunft. I like her pictures, but something feels off. Sieht halt auch sehr asiatisch aus, der Schrein. Das sieht auf jeden Fall nicht sehr kindgerecht aus, diese Zeichnung. Noch mehr Tarotkarten. Es ist halt so ein bisschen überladen, diese Wohnung, finde ich. Guck mal, die Bilder da, die Pflanzen, die Käfige. Also, es ist wahrscheinlich nur ihr Atelier, so wie es aussieht, aber es... Also, ich würde mich da nicht wohlfühlen. Es wirkt halt... Boah, nee. Es macht mich irgendwie unruhig, wenn ich hier drin bin. Ich weiß auch nicht, warum. Diese ganzen Impressionen, ist alles zu bunt für mich. Ich mag auch nicht viel Deko, ne? Also, ich habe schon Deko hier bei mir in der Wohnung, aber... Mehr Bilder, also echte Fotografien und so weiter, ne? In Rahmen von meiner Kleinen. Oder von früher so Sachen. Oh, is that an actual eye? It's watching me. Somebody's watching me. Oh, oh, what is this? Where is this? Ist das überhaupt ein Finger? I have this strange feeling that something's missing here. Es ist fast so Layers of Fear vom Gefühl her, ne? Oh, it's too bright outside. I can barely see a thing. Deutsche Layers of Fear. Sunrise? Guck mal, es wirkt halt alles... Okay. This gets weirder and weirder. Am I supposed to go through the looking glass? Dieses Atelier, es ist schon so groß wie eine ganze Wohnung, ne? Und dann sagen sie, der Zirkus läuft nicht. Oh,
Ganze nochmal in Rot. Martha? She's blindfolded. Oh God. Ich krieg so ein bisschen Visage-Gefühle. This brush is weird. Ich will mal rausfinden, was passiert, wenn sie mich erwischt. Komm, Schätzchen. Mein Schatz. Ach nee, komm, ich geh lieber hoch. Kommst die Treppe nicht hoch, ha? Wahrscheinlich hätte sie mich nur gekillt oder sowas. I guess this feels right. How many times, Walter? Don't disturb me when I'm painting. We'll talk later. Yeah, when she was painting, she was in her own world. It was hard to get through to her. Muss man respektieren, sie ist eine Künstlerin, ja. Well, something happened. But I probably need more than that. Das ist jetzt aber ein Finger, oder? Lass mich raten, ich muss das jetzt alles aus dieser anderen Welt holen. Krebst du wieder rum? Wenn du hier hochkommst, sind wir beste Freunde, ich sag's dir. Oh. Is that Martha's earring? Ah, das ist ihr Ohr. Wetten als nächstes, wo ich da hinten an die Staffelei und irgendwas holen. Also ich finde das schon sehr schick gemacht. Versteht mich nicht falsch, es sieht echt gut aus. Aber es hatte man alles irgendwie schon mal so. Not now, Walter. We need to get ready for the show. Let's not do this in front of her. Yeah, what did I want to talk to her about? There. Ah, the room changed again. I should find the last one. Ich glaube, sie hatte halt im Endeffekt gar keinen Bock mehr auf ihn. Halt irgendwas auf der Palette, aber... Oh, jetzt wird's ja auch schon rot. Verdammt. Es wächst immer mehr zu, alles. Oh, shit. Martha's Tarot Deck. Er hat einen ganz schön langen Arm, muss man sagen. So. There's no discussion. Dory will keep performing with me. Can't you see this is her future? Ach, ihr wolltet das ändern, ja? I think we argued about Dory's future in the circus, but Martha wouldn't listen to me at all.
I felt helpless. What was that? Oh, was ist das? Ja, aber was ist, wenn die Kleine das gar nicht wollte und die Mutter hat sie dazu gezwungen? Dann gebe ich ihm absolut recht. Ich gebe ihm absolut recht, dass er sagt, sie soll... Also, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber... Dass er anscheinend dagegen war, dass sie weiter diese Artistenkarriere verfolgt. Ich wette, sie hat ihn verlassen und, ja... Ist aber auch nicht richtig. Es soll ja ums Kind gehen, um das Beste für sie, was sie möchte und... What the hell is going on? Is this crazy dream finally over? Nope, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur so kurz ist, das Spiel. Huh, the figure's already placed in there. Es ist immer noch 10 nach 3. Die Zeit steht irgendwie so ein bisschen still hier. Hier ist aber sonst nichts mehr. Ah, knew it. Same thing happened again. Am I still dreaming? I need to figure this out. What was up with that dream? What happened between me and Martha? Aren't we supposed to be happy? Why didn't she look like that? Muss es leider ausmachen, das gibt wieder nur Probleme. Auch wenn es ein sehr schönes Lied ist. Jetzt mal gehe ich runter. Ach. Mary wird 7, ja, das kennen wir schon leider. This is not where the kitchen should be. Okay. Ich meine, du kennst dein Haus wohl am besten, ne? Ugh, rotten. All is rotten. I always kept the kitchen in shape. Why is it so run down? Hier noch was? Ein Äffchen. Sieht nicht glücklich aus. Even more bottles. Da liegt ein Schlüssel. I always did the dishes. This can't be our kitchen. Er ist halt super desillusioniert irgendwie, wenn er seine eigene Wohnung nicht mehr erkennt. Did I order this? I like the place, but I can't recall. Ligiano Pizzeria. Warte, da war noch was, ne? Oh, die ganzen Tiere. Süß. No food in the fridge. But there's something else. The garage key. Who put that in here? Ah. Kann ich mir nicht angucken. Ist doch eine Stromverschwendung. Aber da halt auch den Ventilator an, ne? Ist hier die Garage? Der Raum der Wünsche. Was steht da? This wonderful world, mysteries of nature. Sometimes I take things home to fix them. Ich will auch eine Werkstatt. Ich fände das voll cool. Ich würde so viel DIY machen, Leute. Ich würde einen DIY-Kanal machen auf YouTube. What is that supposed to be? Aha. Oh, it looks like a cipher. Martha hat mir neulich von diesen cisterzinenischen Nummern erzählt. Ah, das kenne ich. Das ist cool. Das ist einfach nur ein Strich und da werden immer neue Zeichen, also oder Striche dran gefügt. Und dadurch kann man wirklich Zahlen von 1 bis 1000 bilden. Das ist sehr praktisch. Also, und das ist übrigens immer fortlaufend. Ja, gut, jetzt hier nicht so. Aber
Man kann sich das immer merken, weil ein Zeichen ist zum Beispiel die 1, das andere ist die 2, das andere die 3. Und so kann man sich dann so ganz leicht durch wenige Zeichen riesig große Zahlen aufschreiben, so wie im Römischen zum Beispiel. Sehr praktisch. Ich glaube, das haben tibetische Mönche oder sowas erfunden. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. So, warte mal, das hier ist... Das muss auf jeden Fall in der unteren... Nee. Doch, es muss eigentlich in der unteren Reihe sein. Oder? Weil hier oben ist ja nichts. Das wäre also die 1. 4. Und... 2. Moment. Also die dritte Zahl ist eine 1. So. Die dritte Zahl ist eine 1. Die... Ich schreibe es mir einfach mal auf. Einfach mal so. Also 1. Die zweite... Nochmal. 1. Wo ist der? Der ist auch noch oben. Hier, die 4. Die zweite ist eine 4. Und die erste Zahl ist eine 2. 2, 4, 1. Dann die nächste ist 1. Die zweite. Dann die dritte ist eine 4 und die erste ist eine 4. Also 2, 4, 1, 4, 2, 4. Und die letzte wäre dann der 3, die zweite. Die erste ist eine... Ne, Moment. Doch, 3 ist die zweite. Dann wieder eine 2, die erste. Und die letzte ist eine 5. Also haben wir 2, 4, 1, 4, 2, 4, 2, 3, 5. Locked. We use this for all kinds of stage props. It's mine, but I can't remember the combination. Das wird jetzt schwierig. Nelson Bros Circus. A mannequin. Very versatile circus prop. Oh, there's the arm. What are these numbers on the joint? Was so? Ah, that's the torso. Looks like the head and left arm are beyond repair. Eine Säge. Nasetti. Nasichi. Steht aber nichts drauf. Hör? Nur wenn man so guckt, ist da eine Rune drauf. Da sind überall Symbole verteilt hier. Und hier To-Dos. Neue Glühbirne für das Bühnenlicht, Seilwinde reparieren, neues Bein für das Karussellpferd, Clowntür neu streichen. Ist das vielleicht ein Hinweis? Auf jeden Fall sehr cool gemacht alles. That still fits. Mhm, also fits. Mhm. Hmm, now I just need to find the hand. Where did I put it? Aus die Hand, ja. Aber ist vielleicht auf dem Pferd irgendwas? Ein Symbol? Ja, da ist... Warte, ich muss es nochmal lesen. Glühbirne, Seilwinde, Bein für das Karussellpferd, Clowntür neu streichen. Das ist die Clowntür. Da ist aber nichts. Seilwinde sehe ich jetzt... Keine Ahnung. Glühbirne. Also das Pferd hat auf jeden Fall dieses Dreieck, aber... Wo ist die Hand? Ah. Ah! There's a laser pointer attached to the hand. Sehr gut. Whoa. Moved on its own. And it's pointing somewhere. Ja, ich brauche die Zahlen natürlich. So, warte mal. Ich probiere mal. Ach, das ist die zweite. Warte. Das ist die 4. 4. Wo sieht man hier? Das ist die erste. Also 2. Die Hand wäre dann die dritte. Das ist die 1. So, like this? Der Hase. Warte mal, das male ich mir auf.
Ich liebe diese Rätsel. One symbol for the lock? Echt gut. So, die zweite Kombination. Erstmal die Hüfte. Das wäre dann die 424. Habe ich mich gezählt? Nochmal die zweite. Ich unterteile die mal lieber ein bisschen. Die zweite ist die... Ach nee, 1. 414. Ja, 414, nicht 424. So, like this? Jo, gut. So, ich möchte die letzte jetzt nicht mehr einstellen, aber ist egal. 235. Volles gute Rätsel, ohne Witz. So, like this? Richtig gut. Und das hier. So. Ich hab's voll drauf. Er hat's voll drauf. Das hier. Was ist denn? Das hier und dann. Ah, got it. Got it. What's inside? It's schwer. Oh, this is a prop I took home a few years ago. I modified it with a secret compartment in the hilt. Sometimes I use it for stuff that Martha shouldn't find. Did I leave something in there? Let's take it apart on the table. So, der hat also Geheimnisse. Liebe so Scheiß. Huh, let's take a look. I just need to twist the hilt and it should come off. Ich brauche noch die Säge? Wer weiß. Ich habe auch schon lange keine Sammelgegenstände mehr gefunden. Lass dir Zeit. Huh, there's something inside. What is that? Zettel. Huh. Contract, Tori Thompson. Circus. 7 years. Bitte was? At least 40 hours weekly? Alter! Assumes all risk and responsibility for her own safety. What kind of sick contract is this? Why don't I remember this? And how the heck is my signature on it? I would never have signed something like this. Alter. Martha, I can't believe she would go this far. Hast du die Unterschrift gefälscht? She's gonna ruin the rest of Dory's childhood. What the fuck? Bedingungen, Konditionen. Dory ist über einen Zeitraum von 7 Jahren beim Zirkus unter Vertrag, beginnt mit dem Datum der Unterzeichnung. Dieser Vertrag ist rechtskräftig und vor Gericht vollstreckbar. Was? Das ist Kinderarbeit. Während dieser Zeit wird Dory in allen Zirkusshows und Events auftreten, die vom Zirkusdirektor auferlegt. Das beinhaltet einen vollen Probetag vor jeder Show und Trainingseinheiten für mindestens 40 Stunden pro Woche. Zweitens, Dory erhält ausreichend Essen, Beherbergung und medizinische Versorgung, während sie beim Zirkus unter Vertrag steht. Der Zirkus versichert, dass diese Maßnahmen alle relevanten Gesundheits- und Sicherheitsstandards erfüllen. Für all ihre Auftritte erhält Dory vom Zirkus eine faire und angemessene monatliche Entlohnung, die vom Zirkusdirektor bestimmt wird. Das ist nicht mehr vertraglich festgehalten, wie hoch die Vergütung ist. Drittens, jede verpasste Show wird den monatlichen Lohn reduzieren, basierend auf der geplanten Anzahl an Shows für den jeweiligen Monat. Dieser Lohn wird gemäß aller zutreffenden Gesetze und Regulationen gezahlt. Beim Erreichen des 18. Geburtstages wird Dory von diesem Vertrag entlassen und wird freigestellt, andere Beschäftigungsaussichten wahrzunehmen. Viertens, der Zirkus haftet nicht für etwaige Verletzungen oder Schaden, die Dory während der Auftritte erleidet. Sie ist nicht mal krankenversichert. Dory übernimmt alle Risiken und Verantwortung für ihre eigene Sicherheit und Gesundheit, während sie beim Zirkus unter Vertrag steht. Im Fall eines tödlichen Unfalls erhalten die Eltern eine Summe von $1,000. Puh. Fünftens, beide Parteien eignen sich im guten Glauben auf die Bedingungen dieses Vertrags. Jeder Vertragsbruch kann zu gerichtlichen Folgen führen, einschließlich aber nicht beschränkt auf Schadensersatz und Unterlassungsanspruch. Mit ihrer Unterschrift stimmen beide Parteien den Bedingungen und Konditionen dieses Vertrags zu. Alter, fuck you! Oh, what the hell? A train? Das ist nie im Leben rechtskräftig. Nie im Leben. Du kannst als Erwachsener deinem Kind nicht so einen Vertrag aufbürden. Das geht... Also in Deutschland könntest du das knicken, aber sowas von...
Das ist so anfechtbar. Das ist Sklaverei, Alter. Oder? Kennt sich da jemand aus von der Rechtslage her von euch? Das ist wohl der letzte Scheiß. Das regt mich gerade voll auf, Mann. Also bitte, das, nee. Ich meine, ich finde es ja schon ein starkes Stück in asiatischen Ländern, wenn Leute ihre Töchter verkaufen an deutsche, weiße, dicke Männer. Aber da, also das ist ja wohl das allerletzte, Mann. Boah, macht mich das sauer, ne? Aber man muss sagen, krasses Thema auf jeden Fall. Finde ich mutig und auch gut, dass sie das so anschneiden hier. Oha. Hallo? Da steht zwar Do Not Touch, aber ich will es anfassen, Mann. Das sieht auch sehr sicher aus übrigens. Was? Was ist das denn? Soll das Flügel darstellen? Ach, ich kenne den Geruch. Ah, Tiere. Zirkustiere wahrscheinlich. Arme Viecher. Sometimes I helped out with the feeding schedule. Emma loved apples. Wer ist jetzt Emma schon wieder? Eine zweite Frau, oder? Das Kamel Emma. Oh. Elefant! It's just Emma. Oh, das ist auch so scheiße, das arme Tier. Our oldest elephant. Oh, a very sweet animal, but the circus was not the right place for her. Ja, guck's dir mal an. Locked up like that. Ganz genau. Ich glaube, er ist echt ein Guter, ne? Irgendwie glaube ich schon, er ist ein Guter. Vielleicht ist er auch wirklich dann der Böse am Ende. Mal sehen. Ich will's nicht hoffen. Vielleicht gibt's ja verschiedene Endings, so wie Layers of Fear. Es ist halt ohne Scheiß. Es ist nur umgedreht. Er ist jetzt vielleicht mehr der Musiker und sie ist die Malerin. Und Leia Sophia war es ja umgekehrt und sie hatten ja auch eine Tochter und die war am Ende total gestört. Durch die Eltern, durch diese Streiterei. Just, where are we going? I better not touch that. Es fährt ein Zug. Nach nirgendwo. Das ist der Spiegel, sieht komisch aus. Passt gar nicht. Here slept Rodri the clown and our magician. Oh, what was his name? Oh, I never really liked magicians. They always mess with your head. Wäre kein Leben für mich, ich sag's ganz ehrlich. Ich könnte so nicht leben. Ich bin beständig, vor allem bodenständig. Ich könnte einfach nicht. Who is sleeping here again? Jemand, der Pferdegeschirr mag. Vielleicht der Dompteur? Ich weiß es nicht. Aber ist das nicht auch mal der Direktor gleichzeitig, der Dompteur? Walter und Martha, aha. Oh, guck mal, da ist unser Cabin. But I often spent my nights in the workshop. Yeah, that probably wasn't very healthy for our relationship. Jo. Das kenne ich übrigens, wenn man nur arbeitet und die Beziehung so ein bisschen für selbstverständlich nimmt. Oh, wir sind schon Kapitel 2. Make-up-Box. Dummel-Objekt. Das tut keiner Beziehung gut. Und wieder das Lama. Das ist das Faultier. Das Loch. Oh, da schläft die Puppe. Die Laserpuppe. Empty. Well, the circus started losing people a long time ago. That's why the train ultimately wasn't worth it anymore, and the circus settled down. And we bought a house that we couldn't afford. Why is the creepy mannequin here? Ist überall irgendwie. Die Laserpuppe. Na, Puppe, was machst du? Out here made the long journeys a little more bearable. This just needed a little knock right here. Aber das Ding ist halt,
There Wie viele Leute waren das denn für den Zirkus? Es können nicht so viele gewesen sein. We mostly had canned food stocked. Sometimes Rodri cooked. His canned beef stew special was amazing. Naja, Dose auf, warm machen. Kann jeder. Yummy. Boah, nee, wie gesagt, das wäre kein Leben für mich, ne? Überhaupt nicht. Wie ist es mit euch? Könntet ihr sowas die ganze Zeit rumreisen? Niemals eine feste Heimat? Ich fände das furchtbar. Was ist das für ein Geräusch? Das ist der Zug, der klappert. Ugh, was a real pain to play when the ride was bumpy. I installed a metal plate and little magnets for the pieces. Nicht schlecht. Ist schon sehr crafty, der Typ. Thinking back, the time there wasn't all bad. Shame that the circus is no more. Wait, what am I saying? I still work here. And Martha and Dory still have their shows. We just don't travel around anymore, right? Der Zirkus sah nicht mehr aus, als wäre er noch... Ja, also der Zirkus sah nicht so aus, als wäre er noch aktiv, ne? Alles ist out of order, irgendwie. Wait, did I turn around? This is my workshop again. Ach Kumpel, ich glaube, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Das ist alles hier nicht mehr die Realität. What the fuck is this? Oh, I need to get away. Oh! Auf! Ah, nein! Da macht sie mich platt, die scheiß Puppe, Alter. Mit Maus wäre das viel einfacher. Maybe I can block the door with this. At least it should buy me some time. I better hurry. Ah, shit, no lever. I needed to decouple the wagon. Where could it be? Get rid of this thing first. Wo ist es? Da ist irgendwas drin. Oh, there's the lever. Now let's get rid of this goddamn puppet. Du hast sie schon hinter mir, oder? Ja, verpiss dich! Dieses ganze Sprung! Ja, mit Maustastatur ging das viel besser, Leute. Aber muss auch mit Gamepad funktionieren. Ich will es mit Gamepad spielen, das ist entspannter für mich. Ein bisschen zurücklehnen, weißt du? Ja. How do I get off this train? Ah, schön. Can I even leave? Gemütlich. I'm trapped in this nightmare. There's nothing more to say, Walter. I've made myself clear. What is wrong with my head? Das frage ich mich schon die ganze Zeit, Walter. Alkohol, Pillen. Deswegen nehme ich den Scheiß auch nicht mehr. Das hat mich zu sehr gedämpft irgendwie. You can leave. We don't need you. She doesn't need you. Where do these cruel flashbacks come from? I just don't know anymore. Trauma, Verdrängung. Natürlich ist er. Natürlich braucht das Kind seinen Papa. Das ist. Also ich habe das schon von Kindern gehört, wo ein Elternteil gestorben ist. Es wird immer wehtun und immer fehlen irgendwo.
Außer die Eltern waren halt richtig scheiße, aber es fehlt halt immer irgendwie. Und auch wenn Kinder so klein sind und sich nicht mehr dran erinnern können, es wird immer ein Papa fehlen. Daddy? Wenn sie keinen neuen Papa kriegen halt. Oh, I need to get away from this awful circus. I have to save Dory from her. Hat er gerade diesen dicken Atmer gehabt? So. Das passiert mir auch manchmal. Beim Training oder so. So. Oh, es wird immer wild. Es ist halt Layers of Fear in Deutsch, ne? Ohne Scheiß. Oder aus Deutsch. Deutsche Layers. Aber nicht schlecht. Also, ich mag das. Nur Layers of Fear, ich habe es beim zweiten Mal gemerkt. Es kriegt mich halt gar nicht mehr, leider, das zweite Mal. Das erste Mal war cool, das zweite Mal ist halt so... meh. Aber ich will es halt nicht schlecht reden, das ist echt gut. Gutes Thema. Ganz gutes Gears soweit, ja. Willkommen in Russland. Moskauer Metro, oder was? Ich komme Anemone. Das sieht auf jeden Fall sehr realistisch aus gerade. What's wrong with my head? Oh, erstmal ein Bierchen. Der Engine Room gesagt, der macht da. It looks dead and cold. Whoa, what's going on? Hättest du wohl nicht sagen sollen. It sounds like it's gonna explode any minute. Or maybe I can let off the pressure somehow. Oh, that seemed to work. Ganz kurz mal mit Maus und Tastatur, das geht schneller, als wenn ich da so ewig langsam mich drehe immer. Oh mein Gott! Der Kessel fliegt uns um die Ohren. Was ist das denn? Ach, das sollte! Oder was? Mach ich doch weiter mit Gamepad. Boah, so schwammig alles. Ei! Wieder hier. Ich bin gerade drugged in Japan irgendwie. Das ist China? Das ist China. Chinatown. Uah, ist das eklig. Mache, mache, ich hätte gerne Wandtanzsuppe. Oh, ich komme da nicht durch. Das ist ekelhaft. Ich bin gerade echt voll auf Droge hier. Ein altes Atari. Okay.
ekelhaft, aber gut. Also, verstörend. Richtig schön verstörend. Okay. Ja, ich bin wieder auf dem Zirkusgelände. Also, am Zug? Esmeralda. Oh. Warum heißen die immer Esmeralda, so Wahrsagerin? Oder Zelda oder irgend so, Mystery. Und dabei heißt sie wahrscheinlich Margret. Die Roswitha. Crystal Seer sees your life. Oh. Das ist ja toll. Ich glaub nicht an sowas. Humbug. Knows, sees, tells all. Sie sagt mir alles? Ich will gar nicht alles wissen. Things you know, you never unknow. Martha's rehearsing tonight. Yes, I remember now. I need to get there. Das machen wir jetzt aber nicht mehr, Leute, denn jetzt ist der Part vorbei. Ja, leider. Ich werde ich muss halt noch viel produzieren, aber ich werde jetzt jeden Tag einen Part bringen, bis das Ding hier durch ist. Ich danke euch auf jeden Fall sehr fürs Zusehen. Wird mir eine Freude sein, weiter zu spielen. Und natürlich freue ich mich über Likes. Und wir sehen uns zur Reveal wieder. Dankeschön, auf Wiedersehen.